Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen zu Frequent Traveller TV. Haben wir übrigens das richtige Mikrofon? Ja, wir haben das richtige Mikrofon heute zu einer frisch gepressten Ausgabe aus der Villa Premium Deluxe VIP-Bereich. Wichtig ist, dass wir heute die Themen frisch gepresst haben und zwar United ähm, irgendwie 737 Max 10, vielleicht doch nicht. Wollen sie auf Airbus A321? Der neue Flughafenchef in äh, Hamburg ist äh, böse und sagt, dass die. Nennen wir es einfach mal verfehlte Luftfahrtpolitik, Hamburg zu schaffen macht. So ist es richtig formuliert. Brasilien hatte eine interessante Geschichte. Ein Flug, der normalerweise eine Stunde dauert, hat auch nur eine Stunde gedauert. Wunder, wunder. Aber das Aussteigen wurde um 90 Minuten verzögert. Damit ist die Flugzeit quasi um den Faktor 1,5 verlängert worden. Bienenwarns. Qatar Airways, Avios aus der Weilenwelt der Punkte und des Status. Dort kann man Avios kaufen mit Rabatt. Und wir haben wieder eine Airfare of the Day, beziehungsweise wir haben es gefunden bei Loyalty Lobby. Äh, ein Diesel und Deal mit der Turkish Airlines von Berlin über Istanbul, Hongkong. 1000, was war die Bude? Äh, 2149 Euro. Business Class, habe ich das schon gesagt? Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, zu kommentieren und natürlich auch wie immer euch selig auf den Stammtisch vorzubereiten. Morgen gibt es die Termine, wenn ich alles bestätigt habe. Und dann sage ich auch die Location. Also Frankfurt wird vielleicht eigentlich dabei sein, Berlin auch wahrscheinlich. Also gucken wir uns dann an. Jetzt geht es dann mit dem ersten Thema los und das ist der Flughafen. In Hamburg. Und da hat der CEO der ganzen Bude gesagt, der Flughafenchef, der Name ist Christian äh, Kunsch, ähm, dass die Erhöhung der Luftverkehrssteuer, wen wundert, für Hamburg natürlich relativ schlecht ist. Denn ähm, auch mit beabsichtigten Fördermittelkürzungen für nachhaltige Kraftstoffe hat man noch etwas, was den Luftverkehr und den Standort Deutschland nachhaltig stört. Und das wirkt sich letztendlich auf. Arbeitsplätze aus. Hamburg sei mit dem äh, Luftfahrtcluster der weltweit größte ähm, Aviation-Standort der Welt. Es hängen also davon viele wertvolle Arbeitsplätze ab. Aber davon ganz abgesehen, jeder Arbeitsplatz ist wertvoll. Und ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, Deutschland ist, wenn man sich auf dem Papier anschaut, ich hatte ja mal Zahlen genannt, äh, der teuerste Luftverkehrsstandort. Und äh, wenn man sich das anguckt, die meisten anderen Länder sind seit der Erholung schon weit über 100 Prozent, wenn man die 2019 als Basis sieht. Das heißt also, es gibt mehr Luftverkehr, als es vor der Corona-Krise gab. Und Deutschland hinkt halt wirklich hinterher. Da sind wir irgendwo so bummelig bei 80 Prozent. Und äh, Kulisch sagt auch, dass die hohen Kosten und die beklagten Kürzungen bei der Förderung ähm, diese Transformation zu den CO2-neutralen Kraftstoffen, Natürlich erschweren und äh, auch die Fliegerei dahin natürlich damit erschwert. Also, e-Mobilität. Ricaro hat eben eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie bei dem E-Volt-Projekt, äh, das ist ein Flugzeug, was 100 Kilometer, also 60 Meilen fliegen kann, dass sie da Sitze für entwickeln. Und ähm, wichtig ist halt, es wäre Bresse aus seinen Augen, dass man die Transformation unterstützt und äh, da den Weg den Fluggesellschaften, aber auch den äh, Flughäfen etwas unsteiniger macht, nenne ich es jetzt mal. Aber natürlich ist es so, dass Deutschland für viele Billigflieger auch uninteressant ist und das haben wir ja auch immer wieder gesagt, natürlich ist es uninteressant, wenn wir teurer sind als woanders, weil wenn man irgendwo anders billiger produzieren kann, dann geht man dahin und Michael O'Leary macht das ja natürlich nicht aus Spaß, deshalb, wenn er eh schon weniger Flugzeuge hat und wir haben ja auch von ihm gehört, dass die 737... Max seine Bilanz verhagelt, weil sie halt nicht so schnell ausgeliefert wird, wie er sie bestellt hatte. Ähm, ja, schwierige Geschichte. Und ähm, da könnt ihr jetzt auch einfach mal schreiben, was ihr davon haltet. Sagt ihr, ja, wir müssen auf dem Weg zur E-Mobilität und zur CO2-freien Fliegerei das Ganze mehr unterstützen? Oder ist das der richtige Weg, indem man das Fliegen teurer macht und damit aus äh, dem Fliegen genau das macht, was ich immer wieder sage? Ich muss, wo habe ich einen Schlüsselanhänger? Dafür nochmal danke für Ronny. Uh, Fliegen ist kein Privileg, ist ein Privileg, sondern kein, ist kein Grundrecht, sondern ein Privileg. Wenn ich es nicht ablesen kann, ist es schwierig. Dieser Satz: Wir haben jetzt auch wieder, wo wir eben von der Max gesprochen haben, haben wir das Dilemma, dass natürlich Fluggesellschaften Flugzeuge brauchen. Und äh, Lufthansa hat ja die 737 Max bestellt, weil sie nicht genug Airbus kriegen können in einer schnellen Zeit. Jetzt ist es so, dass es. Natürlich hier ein Telefonat gibt, aber da müssen wir doch einfach mal sagen: Nein, ähm, da gibt es gar nichts. Müssen wir, müssen wir einmal ausmachen? So so sieht er, wenn er live ist. Ich hätte es auf lautlos stellen sollen. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man äh, bei den Flugzeugen, bei den Max, jetzt auch mit den 10er und mit der 7er immer noch nicht so ganz da das Vertrauen hat, anscheinend, weil bei der 9er, wo die Türstopfen rausgeflogen ist, ist United jetzt dabei und sagten hm, vielleicht wollen wir 321er nehmen und deshalb ist es so dass äh, Mike Leskin das ist der Finanzvorstand von United gesagt hat wir spielen jetzt alle Szenarien durch und bei Airbus ist es so dass man jetzt bei Leasingfirmen angeklopft hat und bei anderen Firmen die halt die 321er bestellt haben ähm, ob man da eventuell die Position für United freigeben könnte man würde die auch von Airbus Zurückkaufen die Position, um United Flugzeuge zu geben. Das heißt also, dass man da dann eventuell eine zeitnahe Lieferslot für die 321 bekommen kann, weil, wenn man heute ein Flugzeug bestellt äh, bei Airbus, wie ist das bis zum Ende des Jahrtausends? Ja, also bis 20, nee, das des, des Jahrzehnts, bis 2030 ist da Schluss mit lustig. Also, das heißt, da würde es erst was werden. Und das ist natürlich das Dilemma für die. Und man kann sich halt bei Boeing im Moment auf die Flugzeuge nicht verlassen. Vielleicht ist das auch unser Glück bei der <laughs> 737 Max bei Lufthansa, dass sie vielleicht gar nicht so schnell kommt, wie wir äh, das gedacht haben. Und ähm, wie findet ihr das? Dass bei Boeing anscheinend die Leute jetzt das Schiff auch verlassen. United hat ja natürlich auch beide, hat ja auch ähm, Airbus, aber auch... Ähm, Boeing-Flugzeuge, aber sie werden jetzt mehr zu Airbus gehen. Also da schauen wir erstmal mal an. Ich persönlich finde ja Airbus besser, einmal wegen dem breiteren Rumpf. Äh, jetzt nicht unbedingt vom Sicherheitsaspekt, aber es ist halt einfach eine Philosophiefrage. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Und dann haben wir hier ein Thema, was auch unheimlich spannend ist und da gehe ich auf das nächste, da seht ihr das auch schon. Da seht ihr hier ähm, links von mir Nee, rechts von mir, also von euch aus links, <laughs> äh, seht ihr, äh, wie man bei der Feuerwehr versucht hat, den Bienenschwarm wegzubekommen. Und da gab es am Montag einen Flug mit der ATR, das ist also schon eine Woche her, am 22. Äh, und zwar ist, äh, die Fliege, ist der Flieger von, ähm, äh, wie heißt der Flughafen, Sao Gonçalo da Amato in Natal, äh, da ist er gelandet und ist geflogen vom Fernando de Noronha Airport schwierige Namen auszusprechen. Wer von euch besser kann, kann mir eine Sprachnachricht schicken. Ähm, auf jeden Fall ist das so, dass da äh, natürlich das Flugzeug nicht gebordet werden konnte, weil die Bienen dort als Schwarm waren. Und ihr seht halt, wie das von der Feuerwehr dann bearbeitet wird, ähm, dass man dort dann versucht hat, das mit einer Flüssigkeit, dass man den Bienenschwarm da los wird. Und das ist natürlich etwas, ähm, ja... Sieht etwas hart aus, aber ich denke mal, die Flüssigkeit ist eher da, um die abzuspritzen, als alles andere, wie er in den Wildern gesehen hat. Aber was das Spannende an der Geschichte ist, der Flug hat nur eine Stunde gedauert, aber 90 Minuten hat es gedauert, bis man die Bienen weggekriegt hat. Und das, was er als letztes gesehen hat, war wirklich die Ultima Ratio. Also nicht, dass wir jetzt da jetzt irgendwelche Probleme kriegen mit der Imkervereinigung oder sonst was. Ähm, Gewalt gegen Bienen sind wir natürlich dagegen. Aber ich fand es halt. Bemerkenswert, zumal es diese Bilder gibt, weil man sonst ja immer von Verspätungen hört oder von Problemen in der Luftfahrt und da ist dann natürlich sowas mal was anderes. Jetzt haben wir das Thema äh, Meilen, Punkte und äh, Status und da ist es so, dass wir bei Meilen, Punkte und Status das äh, Thema haben, dass man natürlich auch Punkte kaufen kann und Katar. Ist immer wieder mit den Avios im Sale unterwegs. Jetzt hat man 40 Prozent. Jetzt sagt er, hm, 40 Prozent. Das ist natürlich eine interessante ähm, Geschichte. Und die Frage ist dann natürlich, hm, soll ich die kaufen? Ehrliche Antwort ist, es gab ja schon mal Promotions, wo es sogar 80 Prozent Bonus gab. Äh, das war 2023 im September. Aber auch schon mal im Juni 19. Also deshalb im Moment, wer sie nicht unbedingt braucht, nicht kaufen. Aber wer die Aktion machen will, ist, wer 3000 bis 10.000 Punkte kauft, kriegt 10%, äh 15% Bonus. 25% Bonus kriegt man zwischen 11 und 25.000. Und 26.000 bis 250.000 Abios geben einem 40%, 40 Bonus. Wenn ihr wissen wollt, was die Bude kostet, wenn man also die maximale Anzahl von 250.000 kauft, sind 100.000 40 Prozent werden also zusammen 350.000 und wenn man die in US-Dollar kaufen würde, dann sind das 5.750 US-Dollar und damit muss man dann natürlich sehen, dass man, wenn man die in Tausender Schritten kauft, dass der Sweet Spot natürlich da ist, wo es 40 Prozent gibt, aber auch hier wirklich äh, da aufpassen, weil es halt ein relativ teurer Kauf ist im moment, weil der Rabatt nicht so hoch ist. Interessant ist auch dass man natürlich 72 Stunden warten muss, teilweise bis es äh, gepostet wird, kann auch schneller gehen. Ich habe es auch schon gehabt, dass die bei Kunden schneller auf dem Konto waren. Aber wichtig ist halt wirklich, dass man einen Use-Case hat. Und ähm, wenn ihr drei Jahre inaktiv seid oder keinen Status habt, dann werden die Punkte wieder vom Konto genommen. Ganz wichtig. Also ähm, wenn man jetzt also neue Punkte kauft, dann würde man halt 36 Monate dazu gewinnen. Nur so als äh, Hinweis. Also das kann man ja einfach mal kurz Punkte kaufen und damit wäre das dann tippitoppi. Ähm, es ist ein okay Deal, also ich habe das ja gesagt. Ähm, ich denke mal, ähm, Use Case ist aber trotzdem das, was man haben sollte. Kauft ihr Meilen, kauft ihr keine Meilen, ihr könnt das ja schreiben, ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Wir haben dann des Weiteren jetzt noch einen äh, ein deal, deal Und zwar ist der ein deal, deal den wir haben bei den Freunden von äh, Turkish Airlines. Und da ist es so, dass die Turkish Airlines ähm, eine schöne Business-Class anbietet natürlich. Und dieser Business-Class Flug von Berlin. Nach Istanbul geht ja mit einem 350er sogar, je nachdem welche Verbindung ihr guckt. Und dann nach Hongkong weiter sogar mit einer 777. Also damit hättet ihr beide Flugzeuge ausprobiert, die 350 und die 7 mit den Business Class Produkten. Und äh, aufpassen, ihr wisst ja auch, dass einige Flüge mit dem 321er sind zwischen Berlin und Istanbul. Nur so als Hinweis, dass ihr da dann äh, drauf gefasst seid. Ähm, Produkt sonst zu sagen ist eine Buchungsklasse J. Und dann gehen wir mal darauf ein, was der ganze Spaß kostet. Hatte ich ja schon gesagt, 2149 fängt es an. Und wichtig ist auch, dass man mindestens zwei Tage steh äh, übernachtet oder bis zum ersten Sonntag, der kommt. Und zwölf Monate maximal, zwei Stopover sind in Istanbul wieder erlaubt, kostenfrei. Äh, 200 Euro kostet der Cancel und der Refund oder 100 äh, Euro, wenn ihr das Ticket umschreiben wollt, plus natürlich die Change Fee. Ähm, Ticket muss bis zum Valentinstag gekauft werden, also bis zum 14. Februar. Was haben wir noch als zu Sagen? Da müssen wir doch natürlich ähm, euch die Werte geben und dann gebe ich euch das hier auf die Augen. Da seht ihr es auch schon. Äh, Berlin-Istanbul sind 1049 Meilen, 4983 Meilen sind das dann von. Ah, lustig, jetzt hat er den Effekt hier genommen. Ähm, machen wir das Fenster weg, damit ich euch nicht irritiere. Und dann ähm, sind das zusammen 12.064 Meilen hin und zurück. Und interessanterweise, natürlich wollt ihr wissen, wie viele Meilen gibt es. Äh, dafür haben wir das Ganze nämlich hier auch nochmal rüber kopiert. Haha, weil den Trick kennen wir schon: Buchungsklasse Berlin-Istanbul in der Buchungsklasse J. Da gibt es nämlich bei TAP 24.100, bei Air China 21.332, bei Avianca 18.076. Lufthansa stimmt hier leider nicht mehr. Das handelt sich da um Prämienmeilen, ähm, also nicht mehr um Statusmeilen, sondern es gibt nur die Punkte. Würde also rein theoretisch heißen, der Flug von, von Berlin nach Istanbul ähm, gibt dann halt die Punkte. Und wenn ihr seht, dann bei Air New Zealand gibt es 0, bei den anderen gibt es dann 12.050. Punkte. Damit haben wir die heutige Sendung doch relativ schnell wieder abgearbeitet für euch frisch gepresst und live aufgenommen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren. Und was ihr tun solltet und das ist ganz, ganz, ganz wichtig: Kanalmitgliedschaft und Stammtische kommen. Termin verspreche ich euch zu morgen. Ich glaube, ich verspreche euch zu morgen. Ich hatte es euch vor heute gesprochen, aber da gab es noch ein bisschen Unstimmigkeiten wegen des Fluges. Also, danke, dass ihr dabei wart und ähm, Abspann für euch. Also, bis dann, ciao.